Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Alex, Physiotherapeutin und Pilates-Trainerin und heute starten wir mit einer neuen Pilates-Kursreihe Pilates für Anfänger. Es wird 6 Videos geben. In jedem Video beginnen wir mit einem ganz kurzen Warm-up. Ich versuche euch so gut es geht und einfach formuliert die Pilates-Technik näher zu bringen, euch aufzubauen, dass ihr peu à peu auch in die Mittelstufen-Workouts reingehen könnt und auch in die fortgeschrittenen Stunden reingehen könnt. Bitte, wenn ihr Fragen habt und irgendwas nicht verständlich sein sollte, denn ich sehe euch ja von hier aus nicht, was ihr zu Hause macht oder womit ihr eventuell ein kleines bisschen struggelt, schreibt mir bitte unter das Video eure Fragen oder schreibt mich gerne über Instagram, über meinen Account an. Ich bin immer für euch da. Ganz kurz, am 24.11. gibt es sogar ein Live-Online-Übertragen über Zoom. Dazu könnt ihr euch über einen speziellen Link anmelden. Aber jetzt beginnen wir erst einmal mit dem ersten Workout. Rollt eure Matte aus und wir starten. Wichtig erst einmal, bevor du mit einem Warm-up im Pilates beginnst, ist dein aufrechter Stand. Du beginnst immer an den Füßen, das Fußgewölbe aufzubauen. Großzeh, Kleinzeh, Ferse, das sind die Hauptkontaktpunkte. Die Knie sind immer weich, wir sprechen von weich, das bedeutet, dass du sie nicht überstreckt hast, also ganz leicht durchlässig. Die Knie leicht nach außen stabilisieren, wir neigen dazu gerne, so eine kleine Innentendenz zu haben. Euer Becken wird ein kleines bisschen aufgerichtet, das Schambein, das zieht ein bisschen zur Nasenspitze. Sollte aber, Achtung, jedoch nicht so sein, dass der Rücken komplett rund wird. Du hast immer eine kleine Lordose. Dann ziehst du dich bewusst nochmal in die Länge nach oben. Deine Wirbelsäule wird 1-2 cm länger und du stellst dir vor, dass die Bandscheiben mehr Platz und Raum bekommen. Dann kommen unsere Schultern. Wichtiger Punkt. Sie ziehen nach hinten und außen. Da bleiben sie auch. Das Brustbein hebt noch so ein bisschen an. Aber eure Rippen sind so ein bisschen zu, also dass du dich quasi nicht hier öffnest, sondern lang bleiben und so ein bisschen wie so ein Sonnenschirm schließen. Jetzt zieh dich mal bewusst vom Scheitel des Körpers in die Länge. Und das war's schon. Also Füße, Knie, Becken, lange Wirbelsäule, tiefe Schultern, Kopf so ein kleines bisschen anheben. So, und jetzt beginnt ihr einzuatmen in die Rippenbögen. Die Rippenbögen, wir haben 12 Rippenpaare und du stellst dir das Ganze vor wie ein Sonnenschirm, der sich weitet mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder zusammengeht. Du atmest ein, die Rippen weiten sich, der Sonnenschirm öffnet sich und mit der Ausatmung geht er wieder zusammen. Jetzt starte einatmen, Rippen weiten sich durch die Nase. Und ausatmen durch den leicht geöffneten Mund. Wiederhole das ein paar Mal für dich und konzentriere dich, dass die Rippen sich weiten, einatmen, die Schultern dabei tief bleiben, nicht nach oben hochkommen. Und mit der Ausatmung die Schultern eher nochmal so ein kleines bisschen nach unten sinken, dass dein Hals, der Abstand zwischen Ohren und Schultern, länger wird. Und jetzt kommt die Körpermitte-Anspannung mit der Ausatmung dazu. Ihr atmet ein, die Rippen weiten sich. Wir starten mit der Aktivierung immer zuerst der Beckenbodenmuskel. Du verschließt deine Körperöffnungen, wie so ein Schwamm, den du ausdrücken möchtest und ziehst dann nach innen oben. Also einatmen, die Rippen weiten sich. Ausatmen, Körperöffnungen verschließen und du möchtest deine Bauchorgane sanft nach innen oben anheben. Bitte zu Hause, super wichtig, die Beckenbodenaktivierung ist nicht 100%, dass du das Gefühl hast, zu, sondern du hast das Gefühl, du möchtest gerade mit dem Beckenboden etwas anfassen. Das ist die beste Aktivierung. So 20-30%. Mehr braucht der Beckenbodenmuskel nicht bei den Übungen. Okay? Einatmen, die Rippen weiten sich. Ausatmen, sanft den Beckenboden aktivieren. Körperöffnungen verschließen, Bauchdecke ranziehen. Der tiefe Bauchmuskel, den habe ich jetzt dazu genommen. Noch einmal. Einatmen. Körperöffnungen verschließen. Anheben und den unteren Bauch ranziehen. Und beim nächsten Mal machst du das etwas mehr, dass die ganze Bauchdecke rangezogen wird. Der Beckenboden startet als erstes. Verschließen, heben, Reißverschluss, unteren Bauch ranziehen zur Wirbelsäule, oberen Bauch, du ziehst weiter, bleibst aber in deiner Aufrichtung groß. Einatmen, erneut Beckenboden als erstes. Verschließen, heben, unteren Bauch ranziehen, oberen Bauch ranziehen und jetzt kommen beim nächsten Mal die schrägen Bauchmuskeln noch dazu. Wir starten gemeinsam. Einatmen, weite die Rippen. Ausatmen, verschließen, heben, Bauchdecke ranziehen und am Ende schiebe deine Rippenbögen noch zusammen, als würde ich zu Hause hinter dir stehen und eine Corsage dir etwas enger schnüren. Ihr wiederholt zu Hause. Einatmen, weite. Ausatmen, Körpermitte aktivieren und Achtung, schaut mal zu mir, wenn die Rippen schließen, dürft ihr bitte nicht wie so eine Art Crunch-Bewegung machen, das wäre nicht gut für eure Bauchwand und nicht gut für den Beckenbodenmuskel.
Einatmen, noch zweimal mehr. Weil das ist die Basis, die muss sitzen. Deswegen habe ich dafür heute ein kleines bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Bitte trainiert es, weil ihr braucht es für die Übungen. Weil die Zentrierung, die Körpermitte-Anspannung schützt auch euren Rücken vor Verletzungen im Training oder auch in anderen Workouts oder Sportarten, die ihr zum Beispiel noch anderweitig macht. Aber jetzt gehen wir, damit es nicht ganz zu statisch wird, ins Warm-up richtig rein. Ihr atmet ein, die Rippen weiten sich. Und ihr versucht das jetzt mit der Bewegung zu kombinieren. Mit der Ausatmung spannt ihr an und Floating Arms auf Schulterhöhe heben. Einatmen, senkt die Arme ab. Bleib in deinem Stand-Alignment. Ausatmen, Floating Arms, die Körpermitte spannt an. Und jetzt merkt ihr vielleicht zu Hause, okay Alex, das Atmen ging jetzt gerade noch und jetzt soll ich noch bewegen dabei. Ja, das ist die Pilates-Technik und je öfter du das machst, desto mehr automatisiert sich das bei dir auch. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay, jetzt konzentrieren wir uns. Die Arme kommen ganz nach oben. Ausatmen, lang. Körpermitte anspannen. Senke die Arme ab, atme ein. Atme aus, zieh die Arme nach unten. Verlängere sie zu deinen Seitenwänden rechts und links, bis du nach oben in so einem kleinen V geöffnet hast. Noch ein letztes Mal aus. Und einatmen, senke die Arme ab. Lege deine Hände jetzt auf deine Oberschenkel und atme ein, komm in einen kleinen Squat tief. Ziehe dein Schambein zur Nasenspitze, atme aus, runde dich, komme nach oben, Schultern kreisen, fallen lassen. Ein tief. Ausatmen, ganz sanft die Körpermitte wieder aktivieren. Denke an die 20-30% Beckenbodenaktivierung. Aber das Ganze bezieht sich eigentlich auch nochmal auf den Reißverschluss, das Ranziehen der Bauchdecke. Ich kann euch das gerne mal in einem neuen Video erklären, warum das so wichtig ist. Jetzt nimmt es einfach mal so hin, dass es so ist. Jetzt bleibt ihr mit der nächsten Ausatmung oben im Stand. Zieht euch nochmal lang, baut das Stand-Alignment auf, wie wir es zu Beginn durchgegangen sind. Mit der Einatmung ziehe dich jetzt in einem langen Bogen in die Seite rein. Mit der Ausatmung komm in die Mitte. Andere Seite ein. Und ausatmen. Schiebe als Gegenbewegung jetzt deine linke Ferse in die Matte rein. Schieben, 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 dass du dort stabil bleibst. Einatmen, denke an die tiefe Schulter, jetzt auf der rechten Seite. Ich versuche euch alles so gut es geht für zu Hause anzuleiten, dass ihr richtig gut in die Technik reinkommt. Ein letztes Mal noch. Einatmen und ausatmen, komm in die Mitte. Wir gehen in einen Squat rein. Atme ein, komme tief. Atme aus, zieh die Arme bis in eine Diagonale nach oben, sanft die Körpermitte aktiviert. Einatmen. Und aus. Einatmen tief. Und ausatmen nach oben. Jetzt den Beckenboden aktivieren, Reißverschluss zumachen, Corsage aufbauen. Wenn du mehr Zeit brauchst für die Ausführung, arbeite gerne auch langsamer, als wie ich es jetzt mache. Oder arbeite schneller, wenn du mehr Tempo brauchen solltest. Ein letztes Mal noch. Atme ein, komm tief. Atme aus, komm nach oben und senke deine Arme auf Schulterhöhe ab und nehme sie zum Bogen. Jetzt beugst du mir ein kleines bisschen mehr deine Knie an, ziehst dich wieder bewusst in die Länge. Jetzt kommt die Rotationsbewegung. Du atmest ein, du drehst nach rechts, hältst dein Becken stabil. Du atmest aus, du kommst in die Mitte. Atme ein zur anderen Seite. Ausatmen, Mitte, Schultern ziehen nach hinten und nach außen. Jetzt wieder aktivieren, ausatmen. Die Körpermitte wird immer mit der Ausatmung angespannt. Und ich versuche auch innerhalb der nächsten Workouts mit euch immer wieder euch darauf zu stoßen, worauf ihr achten sollt, sodass das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Ein letztes Mal noch einatmen. Ausatmen in die Mitte. Letztes Mal noch nach links. Ausatmen und ziehe die Arme der Länge nach, einatmen nach oben und dehne mal ganz sanft deine Körpermitte Vorderseite auf und komme ausatmen mal in den Squat kontrolliert rein. Jetzt geht es um die Öffnung, um die Streckung nach hinten. Denk daran, wo sind unsere meisten Alltagsbewegungen? Sie sind mehr vorne und jetzt dehnen wir mal auf. Einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal noch.
Und als allerletzte Warm-up-Übung nehmen wir jetzt gleich den Standing Roll Down. Ihr zieht euch jetzt mit der Einatmung nur mal nach oben. Senkt die Arme ab und jetzt kommt der Standing Roll Down. Ihr beginnt den Kopf einzurollen. Die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule, eigentlich so tief, wie es für euch angenehm ist. Ihr atmet ein, Pause unten. Mit der Ausatmung holt ihr die Bauchdecke an die Wirbelsäule, sodass die tiefe Bauchmuskulatur das Aufrollen unterstützt. Ihr atmet ein, ihr zieht euch bewusst in die Länge nach oben. Standing Roll Down, Kopf, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und so tief, wie es für dich angenehm ist, dass du vielleicht eine Dehnung in deinen Beinrückseiten spürst. Rolle wieder auf in der Rückenmuskulatur. Und das Ganze machen wir noch zweimal. Und dann haben wir das Warm-up auch geschafft. Und für die letzte Wiederholung machst du dich schon startklar, sodass du dich einmal drehst, dass deine Matte hinter dir ist. Geh über in den Standing Roll Down. Beuge mir deine Knie an und setze dich auf deine Matte. Setze deine Füße auf und auch hier ist es so, dass du erstmal deine Haltung aufbaust, die Sitzbeinknochen als Kontaktpunkte nimmst und auch spürst. Dein Brustbein hebt, du startest mit dem Curl Down, so heißt die Übung. Mit der Ausatmung kippt das Becken, du verlagerst das Gewicht hinter deine Sitzbeinknochen. Mit der Einatmung streckst du dich lang nach oben, Wirbelsäule rausziehen, rausziehen, rausziehen. Ausatmen, das Gewicht hinter die Sitzbeinknochen lenken. Mit der Einatmung strecke dich wieder lang. Denke an die Aktivierung. Beckenboden verschließen, heben, unteren Bauch ranziehen, oberen Bauch, Rippen schieben zusammen. Ausatmen. Und ein. Auskippen. Mache dich rund. Die Lendenwirbelsäule, die möchte raus aus der extremen Hohlkreuzposition, jetzt mal genau in die andere Richtung. Du stellst dir vor, du malst mit deiner Wirbelsäule wie ein C, dass du im Endeffekt wie ein C gerundet bist. Und jetzt bleib immer mit deiner nächsten Ausatmung gut zentriert angespannt in der C-Kurve drin. Und wir nutzen jetzt mal die Kraft der Atmung, um uns noch gefühlt so ein bisschen runder zu machen. Einatmen, Nase. Ausatmen, versuche dich noch runder zu machen. Ein, Nase. Aus, mache dich noch runder. Du darfst ein kleines bisschen tiefer kommen, aber nur so tief, die Bauchdecke bestimmt, wie tief du gehen kannst. Wölb die sich irgendwann nach vorne raus, bitte sich nicht noch runder machen, dann stoppe dort. Ein letztes Mal noch. Und das darf auch hier ziehen, in dem Bereich. Und jetzt nehme deine Arme nach oben und kippe das Beckenrolle Wirbel für Wirbel langsam in die Rückenlage nach unten ab. Und hol deine Arme zu den Seiten und setze mir jetzt deine Füße auf. Orientiere dich, Sprunggelenke senkrecht unter deinen Kniegelenken. So, jetzt gibt es einen ganz, ganz wichtigen Begriff im Pilates, das heißt neutrale Beckenposition. Das bedeutet, dass immer eine Hand zwischen deinem unteren Rücken und Matte passt. Oder man sagt auch gerne so eine kleine Ameisenstraße, die ganze Zeit darunter passen würde. Jetzt zieht ihr eure Schultern tief nach unten. Ihr atmet ein, vorbereitend. Die Bauchdecke kommt auch ein bisschen raus nach oben. Mit der Ausatmung spannt ihr an. Und jetzt kippt ihr das Becken. Wir kommen ins Bridging rein. Ihr schiebt den unteren Rücken in die Matte, also raus aus dieser neutralen Beckenposition. Und ihr rollt Wirbel für Wirbel auf. Mit der Einatmung bleibt ihr oben. Mit der Ausatmung das Brustbein sinken lassen und Wirbel für Wirbel langsam abrollen. Das Becken kippt, ein kleines Hohlkreuz. Ausatmen, jetzt wieder Schambein zur Nasenspitze. Körpermitte aktivieren, Wirbel für Wirbel aufrollen. Eure Arme sind entweder, so wie ich sie gerade habe, leicht zu den Seiten abgelegt. Ihr könnt sie auch gerne etwas näher an den Rumpf rannehmen, so wie es für euch sich jetzt gut anfühlt. Sehr schön. Und langsam wieder abrollen. Stelle dir deine Wirbelsäule wie eine Perlenkette vor. Eine Perle nach der anderen verlässt die Matte. Du rollst Wirbel für Wirbel auf.
Und ausatmen. Abrollen. Jetzt bleibe beim nächsten Mal für einen ganz kleinen Moment oben, sodass das Ganze jetzt auch mal ein kleines bisschen intensiver für euch wird zu Hause. Du hältst dein Becken stabil, auch gehoben. Und jetzt atmest du aus, du löst mal nur die rechte Ferse. Atme ein, setze sie ab. Atme aus, löse die linke Ferse. Auch ich justiere immer noch mal nach, wenn ich merke, auch ich bin nicht ganz so optimal ausgerichtet, da ich das Gefühl habe, ich kann mich gut nach oben schieben. Ausatmen, heben der Ferse, einatmen, senken. Eure Leisten sind lang gestreckt dabei. Noch ein letztes Mal rechts und links. Und danach stoppe, nehme deine nächste Ausatmung und ganz langsam einen Wirbel nach dem anderen rollst du nach unten ab. Und jetzt eine ganz kurze Entspannung, eine kleine Mobilisation, schaukel mir das Becken vor und zurück und lass deine Atmung fließen. Sehr gut. Als nächstes kommst du jetzt mit mir auf die Seite. Du holst die Beine zu mir. Beide Beine gebeugt. In der Seitlage das richtige Alignment aufzubauen, ist ein bisschen tricky manchmal, aber auch das kriegen wir gemeinsam hin. Die Fersen befinden sich auf Höhe eurer Sitzbeinknochen. Und jetzt, das ist der wichtigste Punkt, warum manchmal Übungen in der Seitlage für den einen oder anderen nicht anstrengend zu Hause sind. Das Becken liegt auch neutral und jetzt ist es so, ich liege überhaupt nicht neutral, so liegen wir am liebsten, weil es entspannt ist. Ich schiebe mir den oberen Beckenkamm runter, sodass unter dir rein theoretisch auch eine kleine Lücke entsteht. Und die sollte bei den Übungen beibehalten werden und nicht sich bei irgendwelchen Bewegungen auflösen. Okay, wir probieren es gemeinsam. Schieb mal den oberen Beckenkamm raus, obere Hüftknochen senkrecht zum unteren. Hand auf Brusthöhe, Schulter tief. Wieder Stand-Alignment, im Endeffekt nichts anderes. Mit der Ausatmung hebt ihr das Bein in die Abduction an, gebeugtes Knie. Ihr atmet ein, ihr senkt es ab, aber stoppt kurz über dem unteren Bein. Ausatmen, heben. Einatmen, senken. Sehr schön. Ausheben. Und konstant ist jemand, stell dir das mal vor, an deinem Beckenkamm und der schiebt, sodass du gar nicht in die Gefahr reinrutschst, dass der höher kommt. Obere Schulter tief ziehen. Hier nochmal sich lang rausziehen, der Arm, wo der Kopf abgelegt wird, ist auch in der Verlängerung eures Rumpfes. Und diese Stunde, die ich jetzt gerade mit euch mache, die könnt ihr auf jede weitere Pilates-Stunde übertragen. Weil das sind ganz, ganz wichtige Hinweise, Techniktraining sozusagen fast heute, wo ihr jede Übung eins zu eins mit ausführen könnt. Und beim nächsten Mal bleibst du einfach mal kurz oben, damit du auch was spürst. Führe mal so ganz kleine Pulse aus. Schiebe, schiebe. Während dein Becken am liebsten nach unten möchte, denk an ein kleines Taillendreieck. In der Rückenlage sagt man neutrale Beckenposition, in der Seitlage Taillendreieck. 4, 3, 2, 1, stoppe dein Bein oben und senke es langsam nach unten ab. Jetzt kommt der Übergang, wir kommen in den Vierfüßlerstand. Das machen wir folgendermaßen. Die Hand auf Brusthöhe, die schiebt dich langsam nach oben. Der andere Arm gleitet nach und gibst einen kleinen Impuls und zack, bist du dran. Jetzt schaue, dass Handgelenk, Schultergelenk senkrecht sind, genauso wie deine Kniegelenke und deine Hüftgelenke. Deine Wirbelsäule lang gestreckt, ein kleines Hohlkreuz, jedoch nicht durchgehangen, sondern nur so eine kleine Position. Dein Brustbein sinkt auch ein bisschen, dass der obere Rücken nicht rund ist, sondern nur noch so eine kleine Rundung hat. Deine Finger sind so ein bisschen gefächert, also auch die Finger so ein bisschen spreizen, nicht zusammen. Ellenbogen, Innenseiten zueinander drehen, leicht gebeugt. Jetzt kommen wir mit der nächsten Ausatmung in das Heben deines Armes der Länge nach vorne. Während dein Körper, deine Schultern, dein Becken parallel zur Matte ausgerichtet bleibt. Aus. Und ein.
Ausatmen und jetzt denk nochmal daran, wie funktioniert die Zentrierung. Beckenboden aktivieren, unteren Bauch ranziehen, oberen Bauch ranziehen. Im Endeffekt möchte deine Bauchdecke die Wirbelsäule von unten nach oben unterstützen. Tief eure Schultern ausrichten. Und ich denke mal, das klappt bestimmt ganz gut. Wir nehmen das Bein mit dazu. Den Stretching Dog, so heißt die Übung. Ausatmen, diagonales Heben. Einatmen, senke ab. Ausatmen, die andere Diagonale. Und beim Stretching Dog geht es darum, dass du Arm und Bein erst einmal über die Matte gleiten lässt und am höchsten Punkt, wo du merkst, es geht nicht weiter, es dann hebst du an. Und noch einmal aus. Länge. Stell dir vor, du könntest auf deiner Wirbelsäule konstant ein Tablett ablegen mit gefüllten Gläsern. Tief die Schultern. Und bleibe nun mit deiner nächsten Ausatmung einfach mal gehoben. Wir gehen das Alignment nochmal durch, also die Technik. Ziehe beide Schultern tief nach unten. Arm und Bein verlängern sich aus deinen Gelenken. Die Bauchdecke stützt deine Wirbelsäule. Und du atmest ruhig ein und spannst ausatmen immer nochmal nach. Und setze nun nach unten ab. Atme aus, komme in die andere Diagonale rein. Schultern tief ziehen. Arm und Bein rausziehen aus den Gelenken. Komm. Zieh dich noch mehr auseinander, wie eine Ziehharmonika. Und dann setze jetzt auch hier ab und komme in die Child Position zurück. Bleibe einen kurzen Moment dort, atme hier ein und aus. Und rolle nun Wirbel für Wirbel auf. Okay, die andere Seitlage. Drehe dich einmal und lasse dich einfach über so einen Slide nach unten sinken. Seitlagen-Alignment aufbauen, erinnert ihr euch noch? Fersen, Sitzbeinknochen. Hand auf Brusthöhe absetzen. Okay, wir starten. Schulter tief ziehen. Ausatmend hebe das Bein an. Einatmend senke es ab. Denke an ein Taillendreieck. Ausheben. Einatmend senken. Hol die Bauchdecke auch hier wie im Reißverschluss von unten nach oben zu dir ran. Stell dir wieder vor, jemand schiebt konstant dein Becken nach unten raus. Und auch du kannst dir vorstellen, dass dein Becken konstant auch an einer Wand liegt, dass du da keine Chance hast, dich nach hinten zu öffnen. Beim nächsten Mal, wenn du dann oben bist, bleibe oben, halte dein Bein und führe kleine Pulse aus. Bauchdecke ranziehen, an die Wirbelsäule, komm. Einatmen, Nase, ausatmen, spannen, während das Bein federt. 2, 1 und lösen, du setzt ab, sehr gut gemacht. Gebe den Impuls, den Übergang, schiebe dich nach oben und drehe dich, Vierfüßlerstand, eine letzte Runde. Komme nun erstmal wieder in deine Alignment rein. Denk daran, senkrechte Linien, lange Wirbelsäule, kleines Hohlkreuz und die Brustwirbelsäule ist ein kleines bisschen gerundet. Auch da hängst du bitte nicht durch. Ein kleines bisschen hebt das Brustbein an, wenn du durchhängen solltest. Bist du gegebenenfalls zu rund, das hängt natürlich davon ab, wie ist eure Haltung generell im Alltag, dann musst du hier ein bisschen sinken. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir in die Kommentare. Und jetzt geht's direkt in den Stretching Dog hinein. Diagonales Heben von Arm und Bein. Ihr atmet ein, ihr senkt ab. Ausatmen, Gewicht verlagern und die andere Seite. Die Bauchdecke wird aktiviert, damit die Wirbelsäule stabil bleibt. Und jetzt nehmen wir mal die nächsten Wiederholungen, um das Gefühl zu haben, dass mit jeder Wiederholung Arm und Bein länger werden.
tief die Schultern ziehen. Aus, Länge, rausziehen. Ein, absetzen. Denke auch daran, dass deine Hände so ein kleines bisschen gefächert sind. Und du wie auch an deinen Füßen so ein bisschen mehr auch die Belastung auf deine Fingergrundgelenke lenkst. Okay, ihr Lieben, wir haben es jetzt gleich geschafft. Und ihr haltet in der Diagonalen oben. Zieht Arm und Bein raus aus den Gelenken. Länger machen. Aktive Bauchdecke. Hier schauen, Achtung, auch eine wichtige Sache in euren Workouts, wenn ihr generell stützen solltet, hier nicht in die Überstreckung des Ellenbogens kommen. Leicht gebeugt. Und ihr setzt ab. Andere Diagonale. Halten. Stützarm, leichte Beugung. Ellenbogengelenk. Und ihr setzt einmal ab, schiebt euch ins Schalt zurück, ganz bewusst lang machen, die Sitzbeinknochen Richtung Fersen schieben. Und ihr Lieben, wir beenden das Workout im Stand. Kommt mal rund nach vorne. Wir gehen jetzt in einen Upstretch hinein. Zehenspitzen aufsetzen. Ihr atmet tief ein, schiebt euch mal nach oben ins spitze Dreieck. Und lasst am Ende, soweit es geht, nochmal eure Fersen sinken. Mal einen kurzen Moment, noch einen kleinen Abschlussstretch. Im Wechsel die Fersen durchbewegen. Die Übung wird euch immer wieder begleiten in den ganzen folgenden Pilates-Workouts, die du vielleicht mal machen wirst mit mir. Und jetzt stoppe, lass die Fersen sinken. Kennt ihr natürlich auch wahrscheinlich aus dem Yoga, ne? Im Yoga herabschauender Hund, im Pilates nennen wir es Upstretch. Wandert mit den Händen jetzt zu den Füßen und den Standing Roll Down, den wir im Warm-up gemacht haben. Ausatmen, Bauchdecke aktivieren, einen Wirbel nach dem anderen nach oben aufrollen. Schultern kreisen, tief ziehen, einmal zu mir nach vorne kommen. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr atmet ein, hebt mit mir gemeinsam die Arme an. Und wenn du jetzt schon rausgehen möchtest, gehe gerne schon raus. Ich möchte gerne noch abschließend etwas sagen zu euch. Okay, so ihr Lieben, gut, ihr habt die erste Runde geschafft. Ihr habt gemerkt, es waren sehr viele Worte, es ist sehr, sehr viel Input. Die nachfolgenden Workouts werden genauso sein mit denselben Übungen, sodass dass die richtige Technik immer mehr in Fleisch und Blut übergeht und ihr sicher in den nächsten Workouts trainieren könnt, wenn ihr euch steigern möchtet. Meldet euch bei Fragen, bei Schwierigkeiten gerne bei mir. Ich freue mich immer von euch zu hören. Bis dahin macht's aber gut. Eure Alex.